Guten Abend, ihr Lieben. 22 Uhr, Club 15. Bastelzeit, Fussel vom Tisch. Ja, der Mann macht sich Gartendrink. Ein Feierabenddrink. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir einen Teelichtofen bauen. Ganz simpel und schön auf der Terrasse anzusehen. Hoffe ich. Ich mache erstmal die kleine Variante, den kann man natürlich in allen Größen machen. Denkt aber nicht, damit ihr jetzt damit ganze Räume beheizen könnt. So ist das nicht gedacht. Aber es ist schön anzusehen auf der Terrasse. Ich glaube, ich gucke heute verkehrt. Auch egal, ich stelle euch mal runter. Ihr braucht dazu so einen Tontopf, Teller. Dort bohrt ihr ein Loch rein, in der Größe 10. Dann braucht ihr eine Gewindestange. Die gibt es als Meterware zu kaufen für 1,99 in der Stärke 10. Dann braucht ihr Unterlegscheiben, natürlich auch in der Stärke. Muttern, auch in der Stärke. Ein Schraubwerkzeug, wie heißt denn das Ding? Ein Schraubenfestzieh-Ding. Genau. Oder Maulschlüssel. Ein Maulschlüssel. Da stehen auch Größen drauf. 16, 17. Glaubt er auch. Ja, nee, da steht was von 13 und 17. Ach, ist bestimmt gelogen. Aber das ist der kleine Bruder. Und so was. Da steht auch was von 17 drauf. Und da steht was von 16. Ein Festzieh-Ding. Ein Festzieh-Ding. Und weil du drei Schlüssel hast, brauchst du auch eine dritte Hand. Nein, ich glaube nicht. Tontopf. Größe 12, 13 cm. Vorteil, hier ist schon ein Loch drin. Kannst du das normal machen? Und ein 10 cm Topf. Des Weiteren braucht ihr Teelichter. 2 bis 3, je nachdem, wie viel ihr unterstellen wollt. Und dann war es das auch schon. Beginnt damit. So rum soll er stehen. Hier kann ich so eine olle Gewinde. Gerade so wäre auch gut, oder? Mann! Mann, Mann, Mann. Halt still. Halt still. Ganz so weit braucht ihr nicht. So kann ich ja bleiben. Mach nie so weit drauf. Treten ein Stück zurück. So. Dann kommt nochmal so eine Scheibe. Hm? Eine Unterlegscheibe. Heißen die Unterlegscheiben? Unterlegscheiben. Die heißen Unterlegscheiben. Weil die unter der Mutter liegt. Also bist du auf einer Unterlegscheibe. Wir schrauben. Meine Fresse. Ich hoffe, ich bin gerade. Mit dem ist so ein Ding da, wa?
Mit 17 festziehen. Nicht so doll. Gut. So, dann kommt... Das ist die Stimme aus dem Hintergrund. Sagst du so? Nee, wir sehen, welche Höhe erstmal. Das sehe ich dann erst gut. So, dann setzen wir. Ja, ich gucke diesmal durchs Loch. Ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Finger vor meinen Topf. Immer noch zu tief. Müsst ihr euch ausprobieren. Ja. Ja. Die Höhe ist mir schön. Jetzt kommt eine Scheibe rauf, eine Unterlegscheibe und dann kommt noch mal eine. Entweder könnt ihr euch die gleich im Baumarkt zurechtsägen lassen, diese Gewindestange, oder ihr sägt sie mit einer Eisensäge zu Hause selbst zurecht oder lasst sie euch sägen. So, nicht so doll festdrehen, ansonsten geht der Topf kaputt. So, jetzt müssen wir einen kleinen Abstandshalter machen. Ich lobe meine Stange, die zu kurz ist. Probieren mal. Hier muss ein kleiner Zwischenraum sein, sonst würde die Hitze gleich in den Topf. Da könnt ihr euch auch platzen. Muss mal erst gucken. Ja. Kriege ich da noch die Schraube drauf? Ne. War ja sehr gerade. Okay. Hab ich. So. Natürlich mache ich den noch farbig, werde ich euch dann noch zeigen. Kommen da die wunderschönen Kleelichter rein. Und so ja vier passen. Ne, ich glaube drei reicht. Da ist er. Zeige euch den nachher natürlich nochmal in Funktion. Das war's. Ganz simpel. Und wir können uns die Hände dran aufwärmen. Das wird romantisch werden. Bis die Feuerwehr kommt. Oder so. Dann wird's romantisch mit der Feuerwehr. So, jetzt möchten wir unseren schönen Ofen auch ein bisschen farblich machen. Eigentlich wollte ich ihn komplett streichen, aber ich traue mich nicht so wirklich, weil der hat ja eine Wärmeentwicklung bis zu 50 Grad. Also mache ich nur ein paar Muster drauf.
Dafür habe ich diese selbstklebenden Schablonen. Romantisch mit Herzchen. Den Acryl-Glanzlack werde ich hier ein bisschen von rauf tun. Schwämmchen. Da löst sich die Schablone schon rein in der Farbe. Wenn wir nicht so viel nehmen. Da war auch ein Schwamm zu, aber der war so hart gewesen. Mir dachte ich, dann mein eigener. Ich könnte natürlich auch was drauf malen. So, dann lösen wir. Ihr seht nicht romantisch. Ein verschnörkeltes Herz. Hier drüben auch noch anbekommen müssen. Meistens klingen die beim zweiten Mal nicht mehr so gut. Wie alles im Leben. Man sollte nicht zweimal von vorne beginnen. Ich mache hier etwas sehr Romantisches. Das sind sehr romantische Tupfer. Das sind keine Tupfer. Du tupfst doch gerade. Ja, auf eine Schablone. Du bist eine romantische Schablonentupferin. Ja. Sieht schon gleich viel besser aus. So. Kommt man ein Stück tiefer. Oh. So.
Kannst du mal das Licht kurz abschalten? Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch ein Muster reinfräsen in den Tontopf, aber ist natürlich. So sieht unser Teelichtofen aus. Hab viel Spaß beim Kokeln. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass deine Romantik immer mit Feuer zu tun hat? Du Pyromane. Feuer ist schön. Es ist sehr romantisch.